Willkommen zu Kino Kino mit einem neuen bayerischen Ermittler. Ein Mord ist geschehen in der niederbayerischen Provinz und Kommissar Kreuzeder muss wohl oder übel übernehmen. Was ist denn der Rest von der Leiche? Vielleicht im Mähdrescher. Also Gulasch? Ja, mehr so eine Roulade. Die macht so Bündel. Weißbier im Blut basiert auf den Krimi-Hörspielen um Kommissar Kreuzeder. Ein melancholischer Eigenbrötler, der oft zu tief ins Glas schaut und den sein Chef kreuzweise kann. Kreuzeder, jede Sekunde, die Sie da vertrödeln. Am Gurten. Da hat der Täter schon wieder einen Vorsprung. Ja, ja. Um nicht gleich mal mit einem Klischee anzufangen, habe ich mir gedacht, trinke ein Wasser. Ja, die ganze Figur ist ganz nah bei mir. Und ich glaube, dass der Kreuzeder auch nicht ganz in der Früh nicht mit einem Weißbier anfängt, sondern dass der halt einmal schaut, dass er seinen Wasserhaushalt regelt und dann was isst und da dann das Weißbier dazu. Sie sind der schlechteste Mordkommissar von ganz Niederbayern, wahrscheinlich von der ganzen Welt. Also das waren jetzt 5 Weißbier, 6 Obstler und der Schweinsbrunnen, gell? Mach 44,30, bitteschön. Eine Paraderolle für Sigi Zimmerschied. Der Passauer ist Urgestein und feste Größe der Kabarettszene. Und längst auch als Schauspieler etabliert. Geschichten vom Rand mit Relevanz interessieren ihn. Gibt's noch viele Bauern in der Gegend? Die meisten haben schon aufgegeben. Das Land ist gut. Aber die Presse machen uns fertig. Billigpresse. Prost. Die Grundstimmung, die Personenzeichnung hat Aktualität. Dieses Bayern gibt's auch noch. Und ich bin sehr froh, dass das unter anderem durch diesen Film auch wieder entdeckt wird. Dieses sprödere, blassere, ein bisschen neurotischere, vereinsamtere Bayern. Gedreht wurde vergangenes Jahr. Ein Großteil der Produktion entstand kurz nach Beginn der Pandemie. Dass die Infektionszahlen auf dem Land niedrig waren, half. Außerdem braucht die Geschichte keine Massenszenen. Aerosole wie hier fliegen nur selten. Davon bei hoch! Aber sofort! Meihof, haben Sie das verstanden? Ja, natürlich. Dann suchst du das Quellig den anderen nach. Das ist der Holsterhof und ich bin der Holsterbauer. Das war schon immer so und werde immer so bleiben. Eine tragende Säule ist auch Kabarettistin Luise Kinseher. Sie spielt im Film eine unglückliche Kellnerin, die dem Kommissar näher kommt, als die Polizei erlaubt. Na, also privat saßen wir auch schon oft beieinander und haben auch Alkohol getrunken, gell, Sigi? Auch mehr wie jetzt. Ja, aber das ist uns noch nicht passiert. Na. Also, dass ich bei dir im Bett aufgewacht wäre, kann ich mich nicht erinnern. Du? Erinnern kann ich mich nicht, ne? Nein, kann man sich nicht erinnern. Sie können sich da doch nicht hinsetzen. Wieso nicht? Da bisseln doch die Hund hin. Kommen Sie mit zu mir. In diesem Zustand lasse ich Sie nicht allein. Außerdem will ich, dass der Wirt Sie in meinem Bett vorfindet. Ja, guten Morgen. Es ist schon Mittag. Ich denke, ich bin suspendiert. Ich habe noch nie Komik gemacht, die rein auf dem Wortwitz basiert. Ich mochte das immer, wenn ich wusste, es kommt aus der Tragik einer Figur und auch aus der Verzweiflung und ihrem Scheitern und aber auch ihrem Lieben. Klar kann man sich einen lustigen Hut aufsetzen, aber muss ein Kopf drunter sein. Ein paar Nebenfiguren in Weißbier im Blut holpern zwar etwas, Zimmerschied und Kinseher aber überzeugen in dieser nachdenklichen bayerischen Krimikomödie. Jetzt in den Kinos, die bereit sind zu öffnen. Ja, die Kinos müssen mitspielen. Unsere Chance läge schon jetzt, weil wenn dann im Herbst die ganzen Blockbuster kommen, dann kann der Kreuzeder im Wirtshaus bleiben und weitersaufen. Für große Bilder und Geschichten sind Kinoleinwände wie gemacht. Eigentlich. Aber so sieht es seit einem halben Jahr in fast allen deutschen Kinos aus. Während Lichtspielhäuser in Österreich und der Schweiz weitgehend wieder geöffnet wurden, verharren die meisten Betriebe in Deutschland weiter im Lockdown. Und das trotz sinkender Corona-Zahlen. Bei einer Inzidenz unter 100 dürften sie wieder spielen. Warum haben die deutschen Kinos trotzdem mehrheitlich geschlossen? Ein Kino ist wie ein Atomkraftwerk, das muss auch langsam hochgefahren werden. 1,50 Meter Abstand, Maske am Platz, dann dürfen nur Getestete oder Geimpfte rein. Das sind halt lauter solche Vorgaben, was das extrem schwierig macht. Wir brauchen Filme, wir brauchen Ware und wir brauchen das Personal wieder. Und das braucht halt mindestens 4 Wochen Vorlauf. Andreas Hein ist technischer Leiter des Royal Kinos in München. Wie jedes Multiplex muss es neben Tickets auch ausreichend Snacks und Getränke verkaufen. Sie machen den Umsatz.
Solange Maskenpflicht auch während eines Films gilt, bleibt seine Theke leer. Ein ganz anderes Bild 180 Kilometer nördlich, in Nürnberg. So, where are you waiting? Wir machen auf, wenn wir aufmachen dürfen. Und es kam ja sehr überraschend. Ich glaube, damit hat ja wirklich niemand gerechnet. Aber wie gesagt, wir haben hier alle Hebel in Bewegung gesetzt und das Haus in diesen 2,5 Wochen hochgefahren. Sicherlich machen wir jetzt keinen Riesengewinn, aber das ist ja momentan gar nicht Sinn und Zweck der Sache. Es gibt ja auch Hilfen, die unabhängig davon fließen, ob man offen hat oder nicht. Solange es kostendeckend ist, ist es für uns momentan wunderbar. Laura Weber gehört mit dem Nürnberger Cinecittà eines der größten Kinozentren Europas. 23 Säle, wo Gewinn hin oder her gespielt wird, was zu bekommen ist. Zum Beispiel der Kinderfilm Die Pfefferkörner, der offiziell erst im September anläuft. Herr Fleckmann glaubt, der Ozean ist seine persönliche Müllhalde. Wir gehen damit vor Gericht und an die Presse. Wollen Sie mich ärgern? Oder die Oscar-prämierte Tragikomödie Der Rausch. Starttermin erst Ende Juli. Es gibt ja diesen norwegischen Philosophen, der sagt, die Menschen haben 0,5 Promille zu wenig Blutalkohol. Ich könnte etwas mehr Selbstsicherheit und Mut gebrauchen. Das könnten wir doch alle, du sicher auch. Ja, wir haben Filme, ne? Wir haben mit den Verleihern geredet. Wir kriegen Vorabfilme teilweise. Die Verleiher scharen ja auch mit den Hufen, ihre Filme ins Kino zu bringen. Die haben eine ganze Reihe an Filmen, die quasi warten. Scheinbar ist Nürnberg eine Ausnahme. Das funktioniert deswegen jetzt, weil Filmverleiher geben nur Filme raus, wenn gewisse Menge an Kinos offen haben. Also das heißt, bei 20-30% der Öffnungen in Deutschland sagen die, das rentiert sich nicht. Ist einfach nur Absprache mit den Verleihern. Einfach Telefon in die Hand nehmen, sich unterhalten und dann geht ganz viel Kommunikation. So herrscht momentan eine Art Zwischenstadium. Neue Filme sind zum Teil bei Streamingdiensten zu sehen und in den wenigen geöffneten Kinos. Andere nur online und wieder andere setzen allein auf die Leinwand. Ab 1. Juli soll es sich beruhigen. Dann will die Kinobranche einheitlich und bundesweit öffnen. Ausgehungerte Fans wird's freuen. 7 Monate ohne genau. Kino. Drama. Das ist super einfach. Ich bin richtig glücklich. Wir gehen danach auch essen. Gleich Tickets gekauft und gesagt, da komme, was wolle, wir gehen ins Kino. Unser erstes Highlight, ja. Ne? Ja, nach der ganzen wilden Zeit. Ich habe mich lange nicht mehr so gut gefühlt. Da ist etwas anders. Da geht noch mehr. Das spüre ich. Ein Superstar im Ramsch-Modus, neu im Heimkino. Es war nicht alles schlecht, denke ich. Das stimmt. Aber? Aber richtig gut ist das schon lange nicht mehr, was uns Bruce Willis da vorsetzt. Die Stirb-Langsam-Ikone liefert seit 8 Jahren nur noch billige C-Ware ab, direkt fürs DVD-Regal. Wie die Neuerscheinung Cosmic Sin, Science-Fiction-Action, immerhin selbstironisch. Wenn ich das hier durchziehen soll, wirst du meinen Rang wiederherstellen und meine Pension. Darf ich dir eine Frage stellen? Glaubst du wirklich, du hast das Zeug für diesen Job? Frag mich das nochmal. Trau dich. Das Zeug sicher, nur fehlen ihm Lust und Ambition. Hauptsache, die Gage stimmt. Angeblich dreht Willis seine Szenen an einem Tag runter. Drehbuch und Inhalte interessieren da nicht, solange es laut kracht. Gilt auch für seinen Heimkinostart Hard Kill mit Willis als Papa in Rage. Wissen Sie noch, wie man damit umgeht? Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Holen Sie einfach mein kleines Mädchen, okay? Das erledigt der alte Herr dann doch lieber selbst, wie eine Liam Neeson-Kopie. Auf der Strecke bleiben sein Ruf als Hollywood-Größe und der Anspruch auf gute Dialoge. Vielleicht können wir es noch retten. Nein, nein, du willst die Welt verändern. Das ist der einzige Weg. Nein, ich darf diese Daten nicht verlieren. Wir müssen es zerstören. Der Vorstand wird dich aus deiner eigenen Firma entlassen. Was soll's? Wir gründen unser eigenes Unternehmen. 4 weitere Einwegfilme mit Willis sind bereits in Planung. Der 66-Jährige reißt sie alle runter. Und sei es in alberner Cosmic Sin Transformer Montur. Ich wusste nicht, ob ich ihn verbrennen oder ins Museum stellen soll. Bestimmt haben die dasselbe über mich gedacht. Jemand will es krachen lassen.
Die neueste Disney-Produktion ist mehr Rebellion als Tradition. Das moderne Märchen um Cruella erzählt vom Mädchen, das von der Kleinkriminellen zum Bad Girl, haben Sie Feuer? Der Modebranche avanciert. Es ist die Vorgeschichte zum Klassiker 101 Dalmatiner. Und ein echtes Vergnügen. Schrill, unangepasst, emanzipiert. Eine neue, fiese Frauenfigur nach altbekannter Vorlage. Die Märchenhexe ist tatsächlich der Vorläufer von den bösen weiblichen Filmfiguren und den bösen Protagonistinnen, die wir heute so haben. Die waren alt, die waren meistens nicht so hübsch oder nicht so normativ schön. Die hatten trotzdem einiges gemeinsam mit den heutigen bösen Protagonistinnen. Und zwar ist es so dieses Unabhängige gewesen und dieses Nicht-mit der Gesellschaft d'accord gehen. Die Zeichentrick Cruella de Vil 1961, wie auch Glenn Close in der Realverfilmung, sie waren klassische Hexen. Jetzt ist die schlaue Heldin zunächst eine begabte Schneiderin aus armen Verhältnissen, die durch die Umstände böse wird. Ähnlich wie beim Joker. Ein Film mit Punk und Rock. Für Filmwissenschaftlerin Lioba Schlösser entspricht er dem Zeitgeist. Weibliche Schurken oder Schurkinnen im Film kommen viel häufiger vor. Und sie kommen in anderen Rollen vor. Aber grundsätzlich sind Frauen wirklich mehr auf ihre Fähigkeiten vom Kopf her angewiesen und Männer eben auf die physischen. Wie war Ihr Name? Cruella. Oh, das ist wirklich fabelhaft. Und das? Ist Ihr Entwurf? Nein, Ihre, in der Tat. Die 1965er-Kollektion. Kein Wunder, dass es mir gefällt. Es ist meins. Ich hab's korrigiert. Emma Thompson gegen Emma Stone. Zickenkrieg, elegant. Die junge Stone gibt ihrer selbstbewussten Heldin ein umwerfendes Image mit eigenem Regelwerk. Diese Regeln sind Regeln, die die Figuren oder die Charaktere selber aufstellen. Also das geht auch schon wieder ein bisschen in Richtung Basic Instinct und ein bisschen in Richtung Der Teufel trägt Prada. Beide Frauenfiguren, die wir da haben, stellen sich die Regeln selber auf, nach denen gespielt wird. Ich sagte mir, komm, riskiere es. Engagiere das intelligente, dicke Mädchen. Jedenfalls haben Sie mich am Ende mehr enttäuscht als mehr als Ihre dümmlichen Vorgängerinnen. Meryl Streep als Miranda, die Chefredakteurin eines Modemagazins, wirkt herzlos, kalkulierend und unberührbar. Kalte Engel in Weiß, so wie auch Sharon Stone als Catherine Tramell in Basic Instinct. Frauen, die die Zügel in der Hand behalten. Weder typisch mütterlich, noch wie sonst üblich sich nach Liebe sehnend, mit Männern zu Statisten degradiert. Ich bin fertig. Sie haben das Recht, Ihren Anwalt anzurufen. Wozu brauche ich einen Anwalt? Sie verführt eben nicht nur Männer, sondern sie verführt beide Geschlechter, sie verführt auch Frauen. Macht offensichtlich auch überhaupt keinen Unterschied und differenziert das auch nicht und ist auch nicht monogam. Und das ist auch alles okay und abgesprochen für sie. Also sie überwindet da wirklich Grenzen. Vor 30 Jahren drehte Paul Verhoeven seinen Erotik-Thriller. Damals ganz auf knisternde Fantasien aus. Heutzutage punkten Frauen im Film längst nicht nur durch Sexappeal. Sie spielen gern Spielchen, richtig? Ich habe Psychologie studiert, das ist eine Berufskrankheit. Spiele machen Spaß. Cruella spielt das Spiel, ich gehe meinen eigenen Weg. Und das ganz ohne Märchenprinz, denn der fehlt schon lange nicht mehr. Du, Schmuddelkind. Ja, Jeffrey Carter.